Unser Gästebad ist in die Jahre gekommen. Alt, nicht mehr zeitgemäß und Schimmel hat es auch noch. Und zwar hauptsächlich in der Dusche. Aber gleich kommt Herr Brothahn von Pufas und der hat sicherlich eine Lösung dafür. Guten Morgen. Hallo. Einfach die Maske mal abnehmen. Die Trickkiste bleibt noch zu, denn ich will erstmal wissen, warum wir überhaupt Schimmel im Bad haben. Vor. Und zwar am Duschbereich. Ja. Das muss eigentlich Schimmel sein, oder? Ja, hier haben wir jetzt so einen klassischen Fall eben halt, Schwarzschimmel. Es gibt drei verschiedene im klassischen Fall. Das ist einmal der Schwarzschimmel, dann ist es der Grünschimmel. Und hier haben wir jetzt Schwarzschimmel. Und man kann das hier so schön sehen, hier oben im oberen Duschbereich, dann hier in dem Fugenbereich. Ne? Und was auch meistens ist, ist in dem Silikonfugenbereich, dass sich da dementsprechend das Wasser lange hält und da natürlich dementsprechend, hier haben wir es jetzt hier in der Ecke ganz schlimm, das Schwarze. Ne? Also da muss man auch schon gesundheitlich aufpassen. Was könnte möglicherweise passieren bei Schimmel? Möglicherweise könnte passieren, dass man starke Kopfschmerzen bekommt, Übelkeit, Gelenkschmerzen, im schlimmsten Fall Asthma. Und jetzt haben Sie ja was in der Hand, es sieht ein bisschen aus wie ein Radiowecker. Ja, es ist so ein bisschen digitalisiert und zwar ist das ein sogenannter Hydrometer. Mhm. Man kann hier die Luftfeuchtigkeit ablesen, die hier bei ca. 34% momentan ist. Das ist eigentlich gut, ja. Und eine Gradzahl von 21 Grad, was auch hervorragend ist. Aber eigentlich doch gar nicht so schlecht. Warum haben wir da einen Schimmel? Ja, das ist richtig. Und wenn wir jetzt uns mal das Fenster angucken, wir haben natürlich ein altes Fenster mit einer Einfachverglasung drin. Ihr habt wahrscheinlich das Fenster immer auf Kipp auf, ne? Das heißt also den ganzen Tag. Und dann kühlt sich natürlich in den kritischen Bereichen, wie hier im Fenstersturz oder hier in der Laibung, das Mauerwerk aus. Und das Kondensat lässt sich auf den kältesten Punkten nieder. Und ein Schimmelmyzel bildet sich innerhalb von 5 Tagen und kann dementsprechend auch dann langfristig stark mit Schimmel benetzt werden. Und das ganze Fenster aufmachen, weil wir machen es auf Kipp. Genau, Kipp, ne? Richtig. Ganze Fenster schön weit auf, dass wir einen kompletten Luftaustausch haben und frische Luft wieder reinlassen, sodass auch das hohe Konzentrat an Luftfeuchtigkeit schön aus dem Fenster raus kann. Das haben aber viele Schimmel, ja. Höre ich, ne? Ja. Das ist leider so. Und im Badezimmer wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit ist es. Badezimmer haben wir natürlich Grundvoraussetzung. Schimmelwuchs ist natürlich 70-90% Luftfeuchtigkeit. Mhm. Dann 5-35 Grad Raumtemperatur und was auch ganz wichtig ist, pH-Wert, wo am besten wächst, ist 5-7. Aber diesem Schimmelwohlfühlklima bereiten wir nun ein abruptes Ende. Jetzt habe ich mal aus der Schimmel-X-Produktion den chlorfreien Entferner mitgebracht. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ein chlorfreies Produkt nehmen auf Aktivsauerstoffbasis. Und ich würde mal sagen, wir sprühen jetzt hier in dem Fugenbereich und oben in dem Wandbereich, im Duschkopfbereich, wo wir auch diese Schimmelspuren haben. Ja, dann toben sich aus, damit genau. Alles weg ist. Ich fange hier oben mal an, in dem Duschkopfbereich, wo wir den Schwarzschimmel haben und dann hier in dem Fugenbereich. Und dann würde ich nochmal sagen, hier oben im gefährdeten Bereich, auf dem organischen Untergrund, hier im Duschkopfbereich, nochmal im Wandbereich nochmal. Kann es sein, dass jetzt sich die Farbe ablöst da oben? Oder? Nein, die Farbe geht nicht ab, aber der Schimmel eben Teil, wie man es da sieht, wird geblichen innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Bin ich neugierig nach dem Mittagspäuschen? Boah, das gibt's ja nicht. Ja. Also, Sie haben jetzt nicht irgendwie zwischenzeitlich nachgeputzt nein. Oder so, ja? Nein. Das ist jetzt einfach die Einwirkzeit, ne? Das ist Wahnsinn, ein fantastisches Ergebnis. Und wir waschen jetzt nochmal grob nach, ja, mit klarem Wasser, Schwamm oder mit einem Lappen, dementsprechend, dass die Schimmelspuren runtergewaschen werden. Also, wenn, dann machen wir es jetzt richtig, ganz zum Schluss genau. Und vollenden jetzt unser Werk. Ich habe jetzt noch genau. Schwamm und Putzlappen. So, dass wir das nochmal schön nachwaschen alles. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, ja? Nein, das ist jetzt alles desinfiziert und man kann das Badezimmer bzw. die Dusche wieder voll benutzen. Mit dem Duschkopf und gegebenenfalls nochmal mit dem Schwamm
die Fuge nochmal durchwaschen, was jetzt gelöst ist, und dann sind wir eigentlich fertig. Und ich muss sagen, wir haben nicht gemogelt. Wir haben eingesprüht, sind weggegangen, Käffchen getrunken, wiedergekommen, genau. Weiß geworden. Genau. Ja, richtig. Und das ist wohngesund, ja. Da sind jetzt keine kleinen Piranhas, die sich irgendwie durchgefressen haben, im Schimmel weggefressen. Das ist alles ganz normal, ja? Ganz normal, ja. Okay. Warum habe ich das nicht vorher gewusst?